Möchtest du dein Leben vereinfachen und dich weniger oft gestresst, ängstlich oder überfordert fühlen? Um das neue Jahr gleich ein wenig befreiter zu starten, teile ich in diesem Video Tipps, wie du leichter leben und deinen Alltag vereinfachen kannst. Im Minimalismus brechen wir alle Aspekte auf die elementarsten herunter und eliminieren den Rest. Vielleicht bist du dir momentan aber gerade gar nicht so sicher, wo du überhaupt anfangen sollst. Du musst dafür dein Leben erst einmal gar nicht groß umkrempeln. Es reicht, wenn du an mehreren kleinen Stellschrauben drehst. Ein paar Inspirationen soll dir dieses Video liefern. Und ganz wichtig, versuche nicht, alles auf einmal zu beachten. Picke dir die Punkte raus, die du gerne umsetzen möchtest, um befreiter in das neue Jahr zu starten. Kleine Unterbrechung aus der Zukunft. Tatsächlich hatte ich mir das Video etwas kompakter vorgestellt. Deshalb wird es jetzt zwei Teile geben, denn sonst wäre das Video zu lang gewesen. Ungeliebte Kleidung kannst du an Freundinnen verschenken, spenden oder auf Vinted oder anderen Plattformen verkaufen. Ist erstmal alles weg, fühlt man sich wahnsinnig befreit. Suche dir Kleidung aus, die zueinander passt und sich gut kombinieren lässt. Zu dem nächsten Tipp, da habe ich auch schon in meinen Instagram-Stories einen Tipp des Tages geteilt. Und das ist, dass du deine Kleidung gar nicht so oft waschen musst, wie du vielleicht denkst. Das kommt einfach darauf an, wie man auch lebt. Wenn man jetzt in der Kita arbeitet, dann ist es wahrscheinlich anders, als immer nur im Homeoffice zu sein. Von daher, man muss nicht immer alle Kleidungsstücke direkt nach einmal tragen waschen. Man kann sie auch auslüften. Es kommt total aufs Material auch drauf an. Also es gibt viele Variablen, die man mal testen kann. Schau bei deinen Kleidungsstücken gerne, dass sich alles gut miteinander kombinieren lässt. Wenn du Teile dir neu aussuchst, dass sie eben gut in deine Garderobe auch passen, dass sie deinen Typ unterstreichen und dir schmeicheln und dass du dich richtig wohl darin fühlst. Prüfe gern auch noch mal, dass du dich gut um deine Kleidungsstücke kümmerst, also wie das am besten gewaschen wird. Folge den Waschempfehlungen und recherchiere auch gerne noch mal im Internet. Ich verlinke dir mal einen Link in der Infobox. Wenn du dir noch nicht so sicher bist bei deiner Capsule Wardrobe mit den Farben, dann kannst du gerne einfach mal im Internet schauen, einen Farbtest machen, vielleicht auch sogar eine Farbberatung, wenn du magst, und einfach gucken, dass du Farben trägst und Farben für dich ausgewählt hast für deine Capsule. Das sollten nicht mehr als 5 Grundfarben sein, die dir wirklich gut stehen und deine Haut schmeicheln und vielleicht auch deine Augen gut zur Geltung bringen. Wenn du Kleidung hast, die dir aktuell nicht passt, die entweder in deine Transferzone zu manövrieren, dass du sie nicht ständig siehst, oder wirklich gänzlich auszusortieren, je nachdem, an welchem Punkt du bist. Ich glaube, das ist einfach psychisch belastend, wenn wir nicht in unsere Kleidungsstücke reinpassen. Man hat das ja gerne mal, dass man da irgendwas hängen hat, das 2 Nummern zu klein ist gerade. Ja, ich finde, wir haben es verdient, dass wir passende Kleidung tragen und die uns unterstützt und unseren Typ und wir nicht ständig einem Ideal hinterher eifern und da ständig auch dran denken durch diese Jeans, die sich dann da in unserem Kleiderschrank manifestiert hat. Achte auf einheitliche Farben, damit du immer was zum Anziehen hast und nicht groß überlegen musst. Sortiere deine Schmucksammlung aus und minimiere sie auf die allerschönsten Teile. Ich besitze 3 Ketten, 3 Paar Ohrringe und 3 Erbstücke. Das war's. Ästhetischer Schmuck, der zu allem passt und vielseitig kombinierbar ist, wertet jedes Outfit auf und wenn du nur wenig besitzt, musst du auch gar nicht lange überlegen. Was Schmuck angeht, bin ich ein absoluter Fan von Bruna The Label. Der Schmuck ist nicht nur wunderschön, sondern auch langlebig und hochwertig, Gold und Silber ist recycelt, der Schmuck wird mit viel Liebe per Hand gefertigt und die Diamanten sind laborgezüchtet. Ich habe mich bei meinen Bruna-Schmuckstücken ganz bewusst dafür entschieden, dass ich 3 Ketten nehme, die ich gut layern kann einerseits, aber andererseits eben auch gut einzeln tragen kann. Und beim Layering habe ich darauf geachtet, dass einerseits ja sie so ein bisschen stimmig sind zueinander, also sie sind zum Beispiel alle Gold, meine Schmuckstücke. Und dann habe ich darauf geachtet, dass ich 2 eher dezentere Ketten habe und eine Kette, das ist in dem Fall jetzt die Perlenkette, die so ein bisschen mehr heraussticht. Falls du dir auch einen Layering-Look aussuchen möchtest, gibt es bei Bruna Sets, mit denen du preislich ein wenig sparen kannst. Du kannst auch mal mehr darauf achten, welche Teile in deinem Kleiderschrank wirklich deine Lieblinge sind, die du wirklich ständig auch trägst. Das kriegst du zum Beispiel raus, indem du diese Hängermethode machst, also indem du deine Kleiderbügel einfach mal umdrehst und dann schaust,
welche Stücke du nimmst und danach hängst du es halt richtig rum ran und dann siehst du nach zum Beispiel einem Monat oder nach 2 Wochen, wenn du wäschst, was du dann wirklich eben benutzt hast und was hängen geblieben ist. Achte bei deiner Kleidung auch darauf, dass du wirklich qualitativ hochwertige Kleidung kaufst. Von den gängigen Fast Fashion Stores würde ich wirklich abraten, wenn man so durch die Stadt geht, die man sieht. Das ist einfach keine gute Qualität. Dinge gehen schnell kaputt und im Zweifelsfall gibt man deutlich mehr Geld aus, weil man dann ständig wieder eine neue Jeans meinetwegen kaufen muss. Du kannst auch darauf achten, dass du dich immer so ein bisschen anziehst, ja, dass du dich etwas herausgeputzt fühlst und dass du so das Gefühl hast, du hast jetzt das Beste aus dir gemacht, so wie du das schön findest, dass du einfach selbstbewusst aus der Tür treten kannst und dich gut in deiner Haut fühlst. Du kannst auch bei deinen Accessoires darauf achten, dass du möglichst wenig hast, also dass du möglichst wenig Taschen, wenig Gürtel, Ketten und so weiter hast, sondern wirklich nur Teile, die du oft trägst, die du immer anziehen kannst, die zu allem passen. Wenn man jetzt das Beispiel Gürtel nimmt und du magst Gürtel, dann brauchst du vielleicht nicht 10 Gürtel, sondern vielleicht reicht einer oder zwei und die trägst du dann wirklich regelmäßig. Vermeide bei deiner Capsule Wardrobe möglichst Trends. Es gibt sehr zeitlose Moden, die ja eigentlich immer in Style sind und es gibt Sachen, die sind halt trendy für einen kurzen Zeitraum und dann verschwinden sie auch wieder. Von daher achte darauf, dass es für dich deinen Typ unterstreicht, dass es dir steht, dass es dir richtig gut gefällt und vermeide Trends eher. Vielleicht hast du auch gerade Lust und sortierst nochmal einen ordentlichen Batzen Kleidung aus. Wenn du das gemacht hast, dann ist mein Tipp, das möglichst schnell auch loszuwerden. Schau wirklich, welche Kleidungsstücke sehr, sehr hochwertig sind. Dafür kriegt man oft auch noch ein wenig Geld. Für die meiste Kleidung, die man ja so in so konventionellen Fast-Fashion-Läden gekauft hat, kriegt man aus meiner Erfahrung wirklich wenig Geld. Da lohnt es sich eher, über die Masse zu verkaufen. Also auf einem Flohmarkt habe ich dann schon noch mal so 100 Euro dafür bekommen, aber das waren dann wirklich auch Batzen an Kleidung, wo ich ja pro Stück nur 2 Euro bekommen habe. Von daher würde ich empfehlen, wenn man nicht auf das Geld angewiesen ist, dann einfach die Kleidung zu spenden. Ja, und schau da gerne einfach nochmal. Ich habe auch auf Instagram ganz, ganz viele Tipps dazu und Links. Du kannst zum Beispiel einfach mal deinen Müll rausbringen, Glasmüll oder Pappmüll entsorgen. Vielleicht hast du auch etwas, das zum Recyclinghof muss. Und wenn du das entsorgt hast, dann fühlst du dich wahrscheinlich schon mal ein deutliches Stück leichter. Vielleicht hast du auch Dinge herumliegen, die nicht so richtig einen Platz haben. Und wenn du den Ding dann einen Platz gibst, das heißt, dass man das auch einfach wieder wegräumen kann und das da nicht im Weg rumliegt, dann fühlt es sich auch schon mal ein bisschen leichter und befreiter an. Du kannst doch mal durch deine Wohnung gehen und schauen, ob du Dinge doppelt hast. Ich hatte zum Beispiel ziemlich viele Flaschen oder Tupperdosen doppelt und habe die einfach gar nicht gebraucht, denn oft braucht man eben eine Tupperdose oder Tupperdosen in verschiedenen Größen. Schau da einfach mal, ob du was findest und dann kannst du es aussortieren. Du kannst auch dein Bett machen. Das ist sowas ganz Simples, aber das macht man jeden Tag und dann fühlt man sich gleich ein bisschen frischer und startet den Tag schon mal ganz anders. Es gibt ja auch die One-Touch-Rule, dass du einen Gegenstand, den du benutzt, immer nach der Nutzung direkt wieder an seinen Platz räumst. Oft machen wir das nämlich, und das ist auch ein großer Punkt für mich selber, dass wir die Dinge benutzen und dann an irgendeinen anderen Ort legen und dann summiert sich das über den Tag. Und wenn wir das beherzigen, dann müssten wir gar nicht so oft aufräumen und die Dinge würden nicht ständig woanders liegen. Du kannst auch mal durch deine Küche laufen und einfach schauen, ob du vielleicht irgendwelche Geräte nicht benutzt. Das kann ein Smoothie Maker sein, ein Reiskocher. Es gibt ja sehr viele Geräte, ein Waffeleisen, die du vielleicht gar nicht so brauchst und die dann einfach aussortieren kannst. Du kannst auch einmal durch deine Büchersammlung gehen und schauen, ob es da Bücher gibt, die du nicht nochmal lesen würdest und die dir vielleicht gar nicht so einen Riesenwert gebracht haben. Und dann kannst du sie auch einfach gehen lassen. Du kannst auch versuchen, bei dir im Haus dafür zu sorgen, dass es wenigstens einen Ort gibt, wo die Fläche frei ist. Das kann zum Beispiel der Esstisch sein oder eine andere Art von Kommode, wo ihr wirklich drauf Wert legt, dass das immer frei ist, dass da nicht viele Dinge drauf landen und abgelagert werden. Manchmal vergesse ich tatsächlich auch diese Regel und dann merke ich, wie ich da auf unserem Esstisch auch Dinge raufstelle, weil das irgendwie natürlich ist, glaube ich, für uns, dass wenn da eine Fläche frei ist, dass wir da auch Dinge drauf stapeln wollen. Und da merke ich immer, wie das so innerlich so ein kleines Stressgefühl in mir auslöst. Und das kann man eben einfach vermeiden, indem man dann zu sich sagt, nein, das ist nicht die Ecke dafür,
Dafür nehme ich mir einen anderen Fleck in der Wohnung vor. Dann kannst du auch einmal durch deine Küche gehen oder durch Medizin oder vielleicht auch Make-up und einmal schauen, ob es da Sachen gibt, die schon abgelaufen sind. Dann gern auch nochmal testen. Manchmal sind die Sachen auch offiziell abgelaufen, aber sie sind trotzdem noch in Ordnung. Und dann kannst du da einmal durchgehen und alles, was nicht mehr gut ist, aussortieren. Du kannst auch darauf achten, dass dein Flur möglichst aufgeräumt bleibt. Im Flur stauen sich ja auch gerne Dinge an. Es wird auch schnell unordentlich, weil da, ja, je nachdem wie viele Menschen bei dir wohnen, eben viele Menschen auch ein- und ausgehen. Und das entstresst einfach ein wenig, wenn man dort wirklich so wenig Dinge wie möglich nur lagert und es möglichst frei hält, dass man sich gut darin bewegen kann und eben nicht so viele Dinge sich anstauen. Du kannst auch einmal durch deine Küche gehen und schauen, ob du sie noch ein bisschen anders organisieren möchtest. Jeder hat da wahrscheinlich so auch sein eigenes System. Ich nutze zum Beispiel sehr gerne eben meine Glasbehälter und habe dann noch so 3 alte IKEA-Kisten. Und genau, so muss jeder da sein Ordnungssystem finden. Da gibt es zum Beispiel auf Pinterest ja auch super viele Ideen. Geh einfach nochmal durch deine Küche und schau, ob sich da noch was besser organisieren lässt. Ich habe ja auch in meinem letzten Video schon von der Transferzone erzählt, also dass du dir einen Bereich einrichtest, in dem du Dinge lagern kannst, wo du dir einfach noch nicht so sicher bist. Weil unsere Wohnung so klein ist, ist das bei uns der Keller und manchmal haben die Dinge auch da ein halbes Jahr gelagert, bis ich dann entschieden hatte, dass ich sie wirklich gehen lassen möchte. Aber dann ist man sich eben auch sehr sicher und das fühlt sich am Anfang, wenn man das dann den Gegenstand aussortiert, fühlt es sich einfach ein bisschen besser an, weil man weiß, sollte ich das doch noch brauchen in den nächsten Monaten, dann kann ich es mir einfach wieder hochholen.